Der fährt ein bisschen flüssiger, ja? Dem bin ich zufrieden. War nur ein bisschen close. Luftlinie wäre einfacher gewesen, hätten wir nicht außen rumfahren müssen, aber mei. Die Mauer gehört uns ja mittlerweile auch schon. Aua. Der beschleunigt aber ordentlich. Da schreit man normalerweise nicht mehr, wenn man so einen Auffahrunfall hat, aber hey. Noch 4 Kilometer. Gut, dass das Auto noch einwandfrei fährt, das ist irgendwie komisch, aber hey. Okay, einwandfrei fährt es nicht mehr. Aber hey, jetzt hat immer noch denselben Speed drauf. Also werden wir es nicht umtauschen gehen. Wir haben schon einen gescheiten Verschleiß hier. Oh Gott. Die Simulation ist aber echt gut. Wenn ich bremse, kriegen wir schwarze Streifen am Boden. Eine Limousine. Ich kann nur kaum noch lenken, aber hey. Holy shit. Das meinte ich mit, ich kann nur kaum noch lenken mit dem Auto jetzt. Der reagiert so schnell, das ist... Gott. Bis jetzt haben wir noch keinen riesig großen Mist gebaut. Ich hab nichts gesagt. Hey, Aquila! Bereit, ein paar unserer Kameraden zu befreien? Ein Truck in der Nähe transportiert Gefangene ab. Befreie sie! Brauch ich doch nicht. Die Gefangenen kommen eh bald wieder frei. La Killa schlägt wieder zu. Du warst gut.
aber ich war besser. Ja, vor allem, weil ich so viel gemacht habe. Oh Gott, was habe ich jetzt für eine Krücke? Mit der komme ich ja im nächsten Jahrhundert nicht an. Aber schon krass, wie viel sie verschieden programmiert haben hier mit Autos und sonst was. Das, was man eigentlich fast gar nicht benutzt in dem Spiel. Also, sie haben sich schon echt Mühe gegeben. Mal schauen, wie es mit Just Cause 4 ist, weil da wird es ja im Prinzip nochmal besser gemacht sein. Wieso fällt der nicht von seinem Motorrad runter? Naja, egal, ich nehme mir das Auto jetzt, weil es geht mir jetzt auf die Nerven. Ich brauche was, was gescheit fährt. Ja, das hat schon eine andere Beschleunigung. Über 200. Auf geht's. Okay, das war ein leichter Auffahrunfall. Aber hey, Hauptsache mein Auto explodiert nicht. Naja. Dann schauen wir doch mal. Panzer. Bavarium Blackout. Nicht Panzerwahnsinn. Ich hab grad. Ah. Ach, bei den Zügen ist es. Ja, ja. Dann auf geht's. Wie immer Rohre verfolgen. Davon gehe ich mal stark aus. Ah, da bist du ja. Komm, das musst du sehen. Die Ravellus primäre Kommando- und Kontrollbasis ist mit kleinen, effektiven Bavarium-Gefechtsköpfen bestückt. Mm. Ein verheerender Einsatz von reinem Bavarium. Lass mich raten. Genau wie beim letzten Mal. In diesen Rohren befinden sich gebündelte Strom- und Glasfaserkabel. Und da heißt es immer, dass man aus seinen Fehlern lernen würde. Das wird so leicht wie einem Kind seinen Lutscher wegzunehmen. Dieser Typ ist immer so selbstsicher, weil er halt immer wieder wiederbelebt wird automatisch. Das ist ja das Praktische. Ach Gott. Auf geht's! Okay, da ist ein Rohr. Verstehst du? Folge den Rohren. Ich glaube, das mit dem Folge den Rohren kennen wir mittlerweile zur Genüge. Shit, wie weit gehen denn diese Rohre? Ich glaube, das ist die letzte HSW, Dima. Schöner Gedanke. Keine Superwaffen mehr. Aber der Kampf gegen die Ravello und Bavarium geht weiter. Ich bin bereit dafür. Gut. Gott. Wie hoch in die Berge soll ich denn noch? Ich weiß ja nicht, wie sich die das vorstellen, aber... Holy shit.
Aua. Ich bin dran. Ich hacke das Tor. Wieso wusste ich wohl, dass die Tür zu ist? Tor gehackt. Ihr müsst mich nicht angreifen. Ich bin ganz friedlich. Ich hole mir nur kurz ein bisschen Munition und dann ist alles in Ordnung. Danke recht herzlich für die Munition. Holy shit! What the fuck? Okay. Dann stehen mir halt auf einmal 20 Leute gegenüber. Tor gehackt. So. Mein Raum voller Weißkittel. Ja, Bavarium-Forscher missbrauchen ihr Wissen für die Rabellus-Waffen. Ich darf mich darüber nicht aufregen, ich war früher auch eine von ihnen. Langsam kommt das. Holy shit. Okay, ich muss gleich oben anfangen, die alle auszuschalten, sonst. Ich weiß auch nicht, ich bin doof. Tor gehackt. Langsam kommen wir ins Geschäft. Ein weiterer Schritt, jedes Wissen über Bavarium auszulöschen. Den nehme ich nämlich gerne. Okay. Gleich hast du es geschafft, Dima. Ja, hab ich. Ah, wie erwartet. Ein schnellerer Ausgang. Es gibt natürlich immer einen anderen Ausgang als den Eingang. Ach Gott. Und wer hat hier oben in den Berg Wasser eingefüllt? Angenehm. Unter Wasser ist Rico nämlich deutlich schneller als über Wasser. Deswegen bleibe ich erstmal unter Wasser. Solange ich halt kann. So.
Und ich glaube, dann habt ihr ganz richtig gehört, dass wir uns jetzt um einen schönen Ort in diesem tollen Land kümmern. Mal um Falco Maximil, das ist wahrscheinlich der schwerste Kampf jetzt. Aber ohne HSW natürlich machbar. Ich bin hier. So, kleiner Flughafen. Eigentlich hier.
Fläche erfordert leichte Konzentration. Bavarium-Schild auskommen. Ich muss mal kurz schauen, wo hier noch was ist. Okay, wir haben auf den oberen beiden noch was und im hinteren Bereich viel. Den Tank würde ich mir gerne noch gönnen, bevor der Panzer drauf geht. Ist hier rechts in der Ecke. Eigentlich müsste er hier sein. Okay, nee, muss er nicht. Hat er noch genug Kraft, um sich den Berg hochzukämpfen? Dass der noch nicht raucht, aber schon komplett schwarz, das ist interessant.
D-Punkt. Muss ich glatt gucken, dass wir die anderen noch erwischen. Oh Gott. Also hier ist noch ein Treibstofftank. Wo waren die Waffen? Damit hat sich der erledigt. Jetzt muss ich mir überlegen, welche. Ja, okay, die sind ja beide auf der Höhe. Ach, alle drei sogar. So, und dann fehlt hier noch... ja. Der muss da drunter sein. Da. Hier, der Weiß. Okay, die anderen beiden sind oben und dann sind wir sogar durch mit der Basis.
Oh. Alles klar. Alles klar. Das war unbedingt notwendig. Oh, wir haben die ganze Provinz. Ah, tut es gut. Jetzt fehlen uns nur noch die Missionen. Die große Flucht. Wir haben jetzt einige Missionen noch vor uns. Oh, oh. Hallo, wart ihr Fans des majestätischen Falco Maximo? Der General auch, aber den Fortschritt kann selbst ihr nicht aufhalten. Alles ist absolut großartig. Es ist ja nicht so, dass alle größeren Militärbasen von der Landkarte verschwunden wären und das Regime kurz vor dem völligen Zusammenbruch stünde. Nein! Super! Fantastisch! Fabelhaft! Alles wunderbar! Ich liebe es hier! Ich werde hier den Rest meines Lebens festsitzen! Viva! Nein! Nein! Viva ich! Viva ich! Ich! Die kann mich mal! Alle Einheiten, klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Hier Zentrale, das Ziel ist immer noch da draußen. Finde die. So. Ja. Findet ihn. Ziel wurde nicht gefunden. Suche abbrechen. Wir ziehen jetzt erstmal schön ins Gas rein und fliegen rüber.